Klitsch-Platsch-Ferienspaß. Fast ein Jahr mussten Schwimmbäder während der Pandemie schließen. Auch der Schulsport war davon betroffen, weswegen viele Kinder nicht richtig schwimmen lernen konnten. Mit dem Gemeinschaftsprojekt des Berliner Schwimmverbandes und seinem Verein, der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, der Sportjugend und des Landessportbundes wird diesem Problem durch Schwimmintensivkurse in den Herbstferien entgegengetreten. Zum einen ist es wichtig, dass die Vereine ihrer Aufgabe nachkommen können, nämlich den Kindern das Schwimmen beizubringen. Aber was man auch nicht vergessen darf, ist, dass das ein oder andere talentierte Kind durchaus auch bei den Vereinen hängen bleibt. Eine Woche lang wird mit den Schülern der 4. bis 6. Klasse täglich 45 Minuten in kleinen Gruppen geübt, um besser schwimmen zu lernen und das Schwimmabzeichen Seepferdchen oder Bronze nachzuholen. Mithilfe der Trainer erlernen sie Grundfertigkeiten wie Tauchen, Fortbewegen und Leiten. Natürlich haben sich die Kids auch bestimmte Ziele gesetzt. Ich möchte das Bronzeabzeichen machen, weil ich auch bei den zur Klassenfahrt gehe und da brauche ich ein Bronzeabzeichen. Mit dem Projekt wird mehr als 1.800 Kindern in 10 Bädern der Hauptstadt ermöglicht, die Unsicherheit im Wasser zu überwinden, das Schwimmabzeichen zu bestehen und das Interesse am Vereinsschwimmen schmackhaft zu machen. Super, dass es halt zum einen angeboten wird überhaupt, dass es halt kostenlos ist und dass man das halt einfach auch wirklich nachholen kann. Deswegen appellieren die Verantwortlichen an alle Familien. Mir ist einfach ganz wichtig, dass alle Kinder schwimmen lernen. Das heißt, wir bieten unsere Kurse auch so an, dass die Hälfte ungefähr mal inklusiv ist, also dass Kinder mit und ohne Behinderung teilnehmen können, weil jedes Kind sollte sicher schwimmen lernen. Klitsch-Platsch-Ferienspaß ist bei diesen Kursen definitiv garantiert. Aber auch das Motto Schwimmen lernen rettet Leben darf nicht vergessen werden.